Getreide. Nein, das können wir nicht machen, weil es keine Getreide gibt in diesem Armenreich. Deshalb. Später, wenn wir dann selber herstellen, sind solche Quests eigentlich richtig gut. Könnten wir jetzt eigentlich nach Matzen und die nach Fra die fragen? Ich hoffe. Hier ist ein Seeräuber. Die Armut ist unerträglich hier. Ja, seht ihr. Nur Dörrfleisch. Okay, dann holen wir diese Banditen. Die müssten hier wohl irgendwo sein. Die Truppen habe ich schon lange nicht mehr gefunden. Wo seid ihr eigentlich? Gerade unterwegs. Oh, oh, oh. Seeräuber. Ja, ja. Ihr habt keine Chance. Ihr kommt bitte zurück. So. Ja. Okay, mal nicht das Pferd wegnehmen. Feuer einstellen. Und jetzt. Ja. Oh. So. Und hier. Hoppa. Und. Da vorne noch. Ah, immer die falschen Tasten. Tja. Zum Angriff. Getroffen. Schaffen die das? Hm, Mist. Aber gut getroffen. Prima. So. Ein Redok. Rodok Veteranenspäträger wurde getötet. Hm. Wegiergard ist cool. So, und eine Brünne. Cool. Die können wir hier hin tun. Die sind gut. Und das Schwert 25, 27, okay. Ja, der Rest lassen wir. Und Level Up. Yeah. Was haben wir gesagt? Charisma. Wir nehmen Stärke. Eisenschwarte. Zweihandwaffen. Jetzt zeige ich euch mal, wie man schnetzelt. Kampfaxt.
Schwert raus. Ah ja, dann bringt es hier gar nichts. Okay. So, verjagte Feinde, Seeräuber. That's a nice head you have on your shoulders. Es wird schwer, aber wir haben die besseren Truppen. So, zurückfallen. So, und jetzt hier, mir nach. So. Dann können wir eigentlich jetzt zum Angriff. Ist das ein Hund? Ja, das ist ein Hund. Das ist geschnetzelt, das macht sehr viel mehr Spaß. Das immer verstecken hinter dem Schild. Da bekommen wir auch sehr viel Erfahrung über. Das ist sehr gut. Jetzt die noch. Das ist ja easy. Hätte ich jetzt nicht gedacht, das ist so. So gut für uns ausfällt. Okay, da können wir eigentlich die 4. Aha. Ist das jetzt wirklich ein Hand? Muss besser lesen. Das Blut klebt auf unseren Rüstungen. Okay, eine gestorbene Rodok-Speerkämpfer ist nicht unbedingt so wichtig. Und Menschenjäger zum einen Ding. Da machen wir einen Reiter draus und hier Ding, dann haben wir ein bisschen mehr Reiter. So, 39. 39. 38. 200. Nice. Okay. So, und Manit Stufe 1. Ja, Stufe 3. Manit, du hast eine Stufe. Du kannst jetzt mal eine bessere Waffe haben, das ist ja schrecklich. 28. 25. So. Das Schild kannst du haben. Und das ist das, was ich habe. So. Kannst du das haben. Und dieses Schild, ja. So. 23, 37, 38. Gut. 16. So. Dann kannst du noch. Alles gut. Fertigkeiten. Du hast Handel. Handel ist Charisma. Ist aber nicht gerade gut, wenn du so wenig Charisma hast und du Handel hast. Ja, wir machen Charisma natürlich.
Und irgendwas mit Charisma. Nicht. Dann machst du kein Charisma und auch kein Handel. Dann machst du. Ja, bleibt stärker. Schlagkraft. Einhandwaffen. So. Meisterbogenschütze. Wow. Gut. 7000. Prima. Jetzt können wir Spiellog. Wo haben wir die Berichte, Charakterbericht? Jetzt ist es schon bei 175, okay. Truppengröße, nein, nicht Truppengröße. Missionsbericht. Da haben wir 14, 5, 4, 4. Okay, da ist immer noch alles gleich. Okay, gehen wir nach Rivachek. Hauptmann, ich habe mich wirklich bemüht, das zornige Geschwätz eure Gefolgreich Leute und ihren schmutzigen Gewohnheit zu dulden, aber der Bocher ist einfach nicht zu ertragen. Mir ist es schnurz, wie er mich am Lagerfeuer noch eine Mahlzeit anstarrt, während er sich an den Zähnen pult. Ich glaube, ich erkenne ihn als meinen Tanken als Bandit. Er ist zimt und ignorant. Ich will nicht mit solchen Volkreich ja, unterstützen. Okay. Oh. Jetzt könnten wir diese Seeräuber noch angreifen, aber ich lasse es mal und schaue, dass ich den irgendwie dazu bringen kann, den anzugreifen. Mist. Lösegeld, Skalde. Verkaufen und verkaufen. So. Dann haben wir hier alles. Jetzt könnten wir hier noch ein paar Sachen verkaufen. Und hier. Waffenhändler, Zweihandsäbel, Stärke 10, Stangenaxt, Stärke 10, Rostig, Tjostlanze. Das ist so eine, Tjost sind ja die Wettkämpfe, so eine Lanze für die Wettkämpfe. Ja, da müssen wir noch warten. Bis wir 10 haben, wir haben hier unten ein Badischartig 46. Ja, nur dieser ist besser und der kostet extrem viel. Aber richtig geiles Schild haben wir. Cool. Ja, gut. Dann haben wir das wahrscheinlich. Und als nächstes machen wir dann wirklich mal ein paar Kriege. Ja. Und werden dann wichtig dem Volk der Vegiers helfen und die Nords richtig ownen.
Okay, danke schön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Dragwasser. Tschüss.